Samstag, der 23. November. Und somit seid herzlich gegrüßt zu einer kleinen Wanderung. Ja, die Wanderung ist wirklich heute nur sehr klein. 6 Kilometer ungefähr. Allerdings, jetzt kommt der Wind, müssen lauter reden. Es ist eisig kalt. Und die 6 Kilometer wollen wir heute ein paar Mal laufen. Denn es geht heute für einen guten Zweck. Ich hatte ein Video gemacht. Der Heartbeat Ultra, der ja eigentlich in Fulda stattfindet. Wir machen den hier zu Hause virtuell. Ja, wir sind relativ spät losgekommen. Das liegt daran, dass der Tom, der übrigens auch hier dabei ist, der rennt wieder vor. Ja, darf einmal winken. Mitgehen wollte. Ja, der hat noch ein bisschen Anfahrt gehabt zu mir. Dann haben wir gesagt, 8:30 ist okay. Ansonsten hätte ich euch schon eine Runde gemacht früher. Ja, und wir werden auch keine, wie lange darf man laufen? Bis 9 Uhr heute Abend, 15 Stunden werden wir auch nicht laufen. Aber jede Runde zählt, weil ich muss ja auch noch weg. Da wird anderes erledigen, das war aber schon vorher geplant, deswegen hat mir das so zu ändern. Aber selbst wenn wir nur 5 Runden laufen, sind 5 Runden. So. Und da ich ein paar Sponsoren habe, kommen da ja auch ein paar Euros zusammen. Ja, wenn nur 2 Runden wären, besser wie nichts. Besser wie zu Hause auf der Couch. Wir geben unser Bestes. Ja, packen ist ja auch eine Zeitsache heute, leider Gottes, weil ich ja noch woanders hin muss. Gut, wollte ich eigentlich sagen. Ja, uns fehlt natürlich auch das Veranstaltungs-, wie nennt man das? Drumherum. Ja. Wo man dann hätte, wenn man vor Ort wäre. Motivation. Die Motivation. Allein wäre es noch schlimmer. Zu zweit ist schon ein bisschen besser. Die Leute, die in Fulda laufen, die haben wesentlich einfacher. Das sind ja ein paar hundert Leute am Start. Es gibt auch VPs. Wir haben uns auch einen kleinen VP aufgebaut, wo wir dann alle etwa 6,5 Kilometer vorbeikommen. Ja, wir sind immer noch auf der ersten Runde. Ja, ein paar Runden werden wir schaffen. Jede Runde zählt. Ja, gut. Wir melden uns gleich schon mal. Wir werden natürlich kein großes Video hier machen, weil es immer dasselbe. Es wird jetzt nicht viel Landschaft gefilmt werden. Das haben wir alles gleich, was zu sehen gibt, haben wir schon ruckzuck gefilmt. Wir melden uns zwischendurch mal jede Runde einmal kurz oder so. Ja. Gut, weiter geht's. 5 Kilometer haben wir schon. Jo, wir melden uns. Bis gleich. Unten ist auch noch Kill, da müssen wir jetzt wieder zurück. Da ist unser VP1. Oder immer dasselbe. Ich darf noch widersprechen. Wir sind in Aue an der Kill wieder zurück. Gleich sind wir in unserem VP. Gucken wir mal, ob unsere Runde etwa 6 Kilometer hat. Da sehen wir die Kirche von Aue. Rechts daneben das alte Pfarrhaus Aue. Kann ich sehr empfehlen. Ich zeige mal gerade drauf. Da kriegst du das beste Essen weit und breit. Muss nur früh reservieren. Okay. Da gibt es keine Karte. Der Mann kocht immer das, was er hat, sage ich jetzt mal. Da waren wir einmal, ich war so voll begeistert, was der da aufgetischt hat. Das ist unglaublich. Kann ich sehr empfehlen. Muss nur vorreservieren. Jo, altes Pfarrhaus in Aue. Keine Werbung, aber ein bisschen schon. Ja, wir sind gleich unten am Bahnhof. Dann machen wir gerade einen kleinen Trink-VP oder wie man nennt, mal gucken. Melden es gleich. Ja, in Aue an der Kill sind wir angekommen. Rechts hier, von hier haben wir noch 50 Meter zu unserem Auto, zum VP. Und wir haben natürlich gestern hier ein Dixie uns bestellt für unsere Runden. Wir wollen jetzt in den Wald machen. Ja, das haben wir auch etwas entfernt von unserem VP aufgestellt. Nicht wie bei manchen Großveranstaltungen, hast du auch schon mal gesehen. Wo war das noch? Beim Megamarsch irgendwo. Da ist direkt hinterm Dixie die Essensausgabe. Das ist unappetitlich. Wir haben das Ding 50 Meter weiter positioniert. Ja, viel besser organisiert. Ja, haben wir gut organisiert. Das werde ich jetzt mal nutzen. Ich nehme euch ausnahmsweise mal mit auf das Dixie hier. Tom wartet draußen. So. Und genau jetzt geht natürlich die Kamera aus. Okay. Bananen mag ich nicht so. Oh, was gibt denn hier Gutes? Du hast auch genug dabei. Mal gucken gleich. Ja? Ich gucke es erst bei mir. Ja, gleich. Gucken wir mal. Ja, hier, herzlich willkommen am VP1, am Bombermobil. Da gucken wir jetzt mal rein, was Gutes gibt. Wir machen jetzt auch Werbung für Ultramarsch. Guck. Oh, hi. Ja, hier haben alles dabei. Es gibt sogar warme Kaffee, hätten wir dabei. Spezi, Berliner, ein Apfelbrötcher. Guck mal hier. Kaffee. Ich hatte irgendwo Tee dabei. Ach, Tee haben wir auch. Guck mal hier. Ja, bei der nächsten Runde trinken wir was Warmes. Jetzt gibt es eine Kleinigkeit. Aber alles hier dabei. Das sieht fast aus wie auf dem richtigen VP. Ja. Eine dünne Jacke habe ich auch noch dabei. Ich lasse jetzt die nächste Runde die dicke noch an. Da gucken wir gleich. So. Erst eine Kleinigkeit, da geht weiter. So, Runde 3 hat begonnen. Jetzt gehen wir bei unserem Lost Place hier vorbei. Kennt auch jeder. Rein gehen wir nicht. Das Ding kann jeden Moment umfallen. Ich habe eben wieder gesehen, das Dach ist schon wieder ein weiteres Stück eingestürzt. Ja, hier ist ein Hotel, wo wir im Februar mal genächtigt haben. Bestimmt, ne, ich nicht. Jemand anderes. Muss nicht verraten, wer. Allerdings nicht im Haus selber, sondern hier. Moment mal, wo war das? Zwischen den zwei Gebäuden hier. Außerhalb. Da kann man einigermaßen schlafen. Am Schuppen.
Hier ist auch noch ein Kabuff. Geh mal, komm mal hier rein. Guck mal. Hier ist die beste Treppe hier. Da gehst du hoch. Buff. Zugemauert. So, jetzt schwenken wir mal hier rum. Wenn jetzt einer da liegt, ein Toten, dann sollte schnell mal da raus. Nein, keiner da. Man weiß ja nie. Könnte sein. Ja, hier im Schuppen kann man auch übernachten. Also könnte man. Ja, wir gehen jetzt gerade mal hier. Muss ich noch gleich die Seite wieder wechseln. Wir wollten mal gerade die Runde hier ein paar Meter anders machen, wie die eben die. Auf der anderen Seite vom Gleis sind wir. Wir müssen doch jetzt gerade über das Gleis laufen, aber da fährt definitiv kein Zug. Nee, da darf man natürlich trotzdem nicht. Da vorne steht eine Gleissperre. Hier fährt definitiv kein Zug im Moment. Leider Dingen. Jo. Also macht irgendwann Bumm. Dann war es das mit dem schönen Gebäude hier. Na? Gehen wir gerade einmal hier, komm mal, jetzt ist gut hin, ist zugewachsen, da kommen wir gar nicht mehr hin. Na, hier geht runter. Gerade einmal reingucken. Oh, die ganze Brombeerhecke, das ist ein Mist. Das war letztes Jahr im Sommer nicht so schlimm wie jetzt im Winter, was wächst denn hier? Ja, hier muss man aufpassen. Stacheldraht. Oh je, hier ist schon wieder ein Stück mehr eingestürzt. Hier sollte man so langsam wegbleiben. Das macht irgendwann Bumm, dann ist weg. Ne? Das ist in einer Sekunde, war es halt mit dem Gebäude. So, weiter hier für uns. Wir haben kein. Oh, hier ist Stacheldraht. Ja. Die Schweine hier. Guck mal. Das war jetzt eine Falle, die habe ich gerade gesehen gerade. Das hätte können böse sind. Im wahrsten Sinne des Wortes sind Aure gehen. So, weiter geht's hier. Ist kalt. Oh, die Luft jetzt kommt. So, sozusagen Runde 2. Noch nicht ganz, aber wir haben schon 12 Kilometer jetzt. Hier kommen wir so eine Hütte vorbei. Die Hütte kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich gehe mal gerade einmal hoch. Denn bei dieser Hütte hier haben wir im Februar, Sebastian und ich, Grüße gehen raus, unser Bewerbungsvideo gedreht gehabt für diese 100 Kilometer Wild Challenge. Ja, wir wurden ja bekanntermaßen nicht genommen damals, weil wir im Prinzip überqualifiziert waren, haben sie gesagt. Die 20 Kilometer wären ja für uns nichts und so, dann wäre es langweilig geworden. Ja, ich hätte ja zu der Zeit eh nicht mitmachen. Danach kam ja mein Einbruch und da rede ich jetzt nicht drüber. Wäre auch nichts geworden, wären wir dabei gewesen. Also war es schon gut, so wie es war. Weil sonst hätte ich mich geärgert, dass ich hätte können dabei sein. Aus gesundheitlichen Gründen. Abtütschen ist sehr schön. Hier ist nie einer. Da könnte man sogar drin übernachten. Da würde sich keiner finden. Ist sogar erlaubt. Hier ist kein Naturschutzgebiet. Alles gut. Alles gut. So, wir müssen aber weiter. Wir haben keine Zeit. Ja, komm. Wir haben ja nicht viel Uhrzeitzeit heute. Also, ich muss ja noch die Alkoholiker heute Abend auf die Weihnachtsfeier fahren. Alkoholiker. Nein, ich muss ja nie auf die Weihnachtsfeier fahren. Die trinken sowieso nichts, aber trotzdem will sie gefahren werden, ja. Naja, das mache ich dann natürlich auch. Aber wir schaffen noch ein paar Runden bis dann. Ja, hier sind wir jetzt auf einer Bergabpassage. Ich habe bewusst keine ganz flache Runde ausgesucht, das ist nämlich langweilig. Also unsere Runde hat jeweils auf die 6,5 Kilometer, die sie jetzt dann hat, im Endeffekt 130 Höhenmeter. Jo. Ganz flach, das ist nichts. Gut, gehen wir wieder runter Richtung Auelacke. Und haben auch schon 2 Runden geschafft. Ja, zäh halt das hier. Also 15 Stunden das hier zu machen, wenn ich das heute hinbekommen hätte, auch wenn ich Zeit gehabt hätte, ich weiß es nicht. Das ist was anderes wie eine Distanz zu laufen, Rundkurs. Habe ich so auch noch nie gemacht. Naja, weiter geht's. Ist ja alles für einen guten Zweck. Der Tom ist gerade abgedüst. So, am VP2 gibt's Brötchen belegt. Und zwar nicht mit Käse, wo man erstickt, wie beim gewissen großen Veranstalter. Den Namen nenne ich jetzt nicht. MM irgendwas. Wo es nur Käsebrötchen gibt, wo man drin erstickt. Hier gibt's Lachsbrötchen. Guck mal, Lachsbrötchen gibt's hier. Cooler VP. Hier den Veranstalter kann ich wirklich empfehlen. Und die Schnitt angehalten hat, nehmen wir jetzt mit auf die Strecke. Mahlzeit. So, Runde 3 zurück hier am Bahnhof Au. Unsere Autos stehen da vorne. Ganz kurzer Halt. Hunger habe ich eigentlich keinen. Kann einen Schluck die Trinkflasche mal auffüllen. So ganz kleine Quetschflaschen dabei. 0,2, das reicht für so eine Runde. Jo. Jo, die Halbzeit müsste sein. Ich denke, wir werden 6 Runden schaffen. Also rein zeitmäßig. Haut einfach nicht anders hin. Gut, kurzer Halt hier. Und dann melde ich mich nochmal. So, kurzer Halt hier an unserem VP. Oh, setzen tun wir uns natürlich nicht.
Jetzt kommen wir in die Gang. 2 Minuten Halt, was trinken. Einmal ein Brötchen beißen. Mir geht es auch schon weiter. Ja, wir haben mittlerweile 13 Uhr. Kann maximal bis 4:30 laufen. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Ja. Kleines Wortspiel. So, dafür müssen wir jetzt schnell weiter. Jacke, das ist immer noch an die Dicke. Ich hätte zwar eine Nummer dünner dabei, aber nee, lassen wir jetzt mal. Bin zu faul. So, Auto zu und weiter geht's. Ja, Kilometer 25. Hier sind wir wieder auf der Höhe. Wenn man jetzt gerade ausguckt, da sieht man diesen Kran, den Bagger. Ist beim Auer Bahnhof, da ist ja unser VP. Ja, und jetzt sind wir schon wieder fast da. Jetzt laufen wir noch ein Stück dann Berg hoch. Tom hat ist gerade knapp gemacht, muss gerade einmal anhalten. Ja, wie gesagt, 25 Kilometer haben wir. Wir werden zeitmäßig 6 Runden schaffen. Ja, geht weiter. Die Motivation ist im Moment auch wieder halbwegs normal. Also man muss schon sagen, Kreislaufen ist was anderes wie eine Strecke, ne? Ja. Nicht sehr abwechselnd. Also wir sind jetzt die ganze Zeit hier am Reden, aber wenn ich hier alleine unterwegs gewesen wäre, ich glaube, ich wäre längst den Hang runtergesprungen. Also, keine Ahnung, das wäre schon wieder was anderes. Also ich werde es auch grundsätzlich nicht tun, Runden laufen. Das hat ja auch nichts mit Wandern zu tun. Das ist ja, jo, was ist das? Keine Ahnung. Aber das ist ja alles für einen guten Zweck hier heute und da machen wir das doch liebend gerne. So, weiter geht's. Kleine Steigung noch, da geht's schon wieder bergab. Und dann beginnt die Runde 5 schon, oder? Oder 4? Ja. 5 schon. Oho, geht ab. Hey. Bis gleich. Ja, ist Runde 5. Sicher? Nö. Ja, Kilometer 27. Die Sonne kommt fast raus. Ja, und somit haben wir gleich 4 Runden geschafft. Von 6,5 Kilometer. Ja, 2 schaffen wir noch. Ich muss um 4:30 zu Hause sein. Ja, das ist alles ein bisschen anders gekommen. Ich wollte ein bisschen länger laufen, aber ja, so ist das manchmal. Hier war ja doch alles ziemlich kurzfristig und was ich am Abend machen muss, das weiß ich schon seit Wochen. Ja, das ist halt so. Trotzdem, jeder Kilometer zählt. Ja, danke nochmal an jeder, der spendet. Herzlichen Dank dafür. Der Erlös dieses Videos wird nicht viel sein, wird natürlich auch gespendet. So, gleich schon Auener Kill. So, mittlerweile Kilometer 30 oder Runde 5. Ja, wir haben jetzt kurz vor 3 Uhr. Wir haben uns vorgenommen, 6 Runden machen wir. Und dann, ja, dann reicht das auch für heute hier. Also konventionell könnte man natürlich auch 20 machen. Eine ganz, Drehwurm. Aber erstmal, das ist schon, wenn du nicht das Feeling von der Veranstaltung hast, dann ist das schon hart. Ja, und ja, zeitlich schaut ja auch nicht hin. Aber für 6 Runden lang, das sind doch besser wie 5, ne? Jeder Kilometer zählt. Genau. 1 Euro, besser wie kein Euro für die kranken, herzkranken Kinder, ja. Alles klar. Beim nächsten Mal machen wir dann vielleicht vor Ort mit oder so. Das war mir jetzt zu kurzfristig. Ich konnte heute unmöglich bis nach Fulda fahren. Oder vielleicht eine Strecke. Oder eine Strecke und dann rechnen wir auf Runden um oder so. Ja. Hier ist jetzt schon, ich kann ja den scheiß Baum noch vor mir schon immer sehen. Das sehe ich heute das 5. Mal. So, weiter geht's. Wir sind fit, sind wir noch. Also da können wir jetzt wirklich weiterlaufen. Gut, also 6 Runden werden mindestens. Was ein Mist. Jetzt müssen wir die Runde wahrscheinlich abbrechen. Der Felsen kam gerade in dem Moment hier runtergeflogen. Ich konnte noch wegspringen, aber ich kriege den Fuß nicht mehr raus. Machen wir jetzt. Ich versuche noch gerade die Schuhe rauszuziehen. Muss der Drecksding gerade jetzt hier runterkommen. Oh. So, Schuh ist schon mal aus. Oh. Wenn ich die Schuhe jetzt noch rauskriege, dann kann es weitergehen. Aber wie man sieht, die Caldera 7, sind die 7er, das hat denen auch nichts ausgemacht. So, Schuh an und weiter geht's. Das ist alles gut dann. So, Kilometer 35 mittlerweile. Tom gibt Gas. Ja, wir haben jetzt 15 Uhr, gleich 30, ja. Bis 4:30 haben wir Zeit. Die Runde hier kriegen wir auf jeden Fall noch fertig. Ja, aber weil ich mal kurz erzählen muss, hier ist schon eine andere Nummer wie Strecke laufen. Ich muss dazu sagen, ich bin zwar körperlich auch sehr fit
Ich könnte weiterlaufen, aber ist auch gut so, weil ich habe irgendwelche Rückenprobleme heute wieder. Da hatte ich eigentlich die ganze Woche schon. Und von der Kälte her macht es gerade nicht besser. Das ist wirklich unangenehm. Aber die sechste Runde wollten wir auf jeden Fall hier noch voll machen. Hat sie dann 6 oder 7 schöne Runden. Mal gucken, wie kilometermäßig 6,5 Runden oder 6 wird abgerundet wahrscheinlich. Ja, da kommen schon ein paar Euro zusammen. Ne? Nächstes Mal machen wir ja dann besser vorbereitet. Dann weiß ich das vielleicht vorher und nicht so kurzfristig. Dann habe ich auch wirklich den ganzen Tag Zeit. Und vielleicht auch vor Ort. Dann ist das Ganze doch schöner, wenn du mit mehreren Leuten da unterwegs bist. Ich bin schon froh, dass der Tom heute dabei war. Allein wäre es noch schlimmer geworden mit hier. Jetzt kommt noch eine Steigung. Ja, und wir haben auf unserer Runde natürlich auch, wir haben keine flache Runde. Wir werden sogar nachher auf unseren Kilometer noch auf 800 Höhenmeter kommen, denke ich mal. Jo, gut. Geht noch ein Stück an der Kille vorbei. Jetzt geht noch mal ein bisschen bergauf. Und ja, 5 Kilometer, dann ist Runde 6 beendet. Und vermutlich dann auch unser Aktion für heute. Mal gucken. Vielleicht glaube ich schon Abend noch, wenn ich zurück bin, wo ich hingefahren bin, noch eine Runde, aber eher nicht. Ich habe wirklich jetzt ein bisschen Probleme mit meinem Rücken. Das tut nicht gut gerade. Aber ich speise. Ich speise für einen guten Zweck. Bis später nochmal. Tom rennt fast schon. So, Kilometer 38. Es wird schon fast dunkel. Ja, wir sind auf der letzten Runde. Ja, ich könnte jetzt noch eine Runde machen. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt nicht weg müsste, würden wir noch eine machen, oder? Ja. Aber ich könnte jetzt noch eine machen, also würden wir noch, aber das klappt jetzt leider nicht. Und ich werde nachher, wenn ich zurück bin, auch nicht nochmal in den Wald fahren. Nee, wir haben jetzt unsere 40 Kilometer hier gemacht heute, für guten Zweck, und das ist völlig in Ordnung. Ne? Also man muss auch sagen, je öfters man hier rund läuft, desto mehr gewöhnt man sich halt immer dasselbe, ist irgendwie, keine Ahnung. Ne? So schöner wird. Ja. Und wenn es jetzt noch dunkel geworden wäre, da würde man eh nichts sehen. Also, Rücken geht mittlerweile auch schon wieder, zwickt zwar ein bisschen, aber da könnte ich jetzt auch noch ein bisschen weiterlaufen. Wie gesagt, ich muss ja noch weg. Und der Tom läuft auch nicht allein dann weiter. Oder? Also du hast ja noch Zeit, ne? Kannst auch ja, allein ist dann trotzdem ein bisschen. Allein im Wald hier sind noch viele Wildschweine. Echt jetzt, da sind ganz viele Wühlungen gewesen. Nee, 40 Kilometer sind in Ordnung, da sind wir zufrieden. Da kommen ein paar Euro zusammen, weil ich habe noch einige Sponsoren gefunden. Jo, das ist doch schön, ne? So werden wir dann heute Abend einen wohlverdienten Ruhestand auf der Couch verbringen oder so, wenn ich zurück bin. Ach, eine schöne warme Dusche. Ich muss ja noch wegfahren kurz und dann nochmal ausrücken, ja, weil ich auf die Weihnachtsfeier fahren muss. Also Taxi bin ich nur, fahre ich hin und her, zweimal nach Trier noch. Ja. Aber alles gut, das machen wir doch gerne. Genauso gerne, wie wir es heute hier gemacht haben. Ne? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das machen. Die Leute, die mich angeschrieben haben, ja, man wüsste ja jetzt, wie viele Kilometer das waren. Das sind ja jetzt im Prinzip 6,5 Runden. Das gibt es ja nicht. Im Prinzip waren es 6 Runden. Also könnte dann jeder, ja, ich poste dann auch mal bei Insta, beziehungsweise unter das Video hier, mache ich dann diese Kontonummer auch nochmal drunter, wohin das überwiesen wird, zu der, wie heißt das noch? Fronterherzen. Ah, ihr wisst, was ich meine. Das habe ich auch schon gepostet. Ich weiß gerade nicht genau, wie das heißt. Aber die Kontonummer kommt runter. Dann kann dann jeder, der die Spenden machen wollte, waren ja eigentlich schnell jetzt hier keine Namen natürlich, die können das ja direkt dahin überweisen. Ja. Und da kriegen wir schon ein paar Euro zusammen. Ich poste das Ganze nochmal Insta, wie viele Runden es dann waren. Jo, gut. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei allen, die sich bereit erklärt haben, eine Spende zu machen. Es waren doch ganz schön hohe Beträge dabei teilweise. Über Geld reden wir jetzt hier nicht, wie viel das war, das ist jetzt ganz egal. Es sind ein paar Euro, die zusammenkommen, um das zu zählen. Ne? Ich bin auch froh, dass der Tom heute mitgekommen ist. Er hat sich auch kurzfristig angemeldet, der hat die Gebühr bezahlt. Das ist schon mal vornherein auch eine Spende komplett. Sponsoren konnte er jetzt auf Schnelle keinen mehr finden, aber ich gehe mal davon aus, dass ich vielleicht noch einen Euro übrig habe. Dann sponsoren ich dich heute mit dem Euro. So, das ist jetzt offiziell hier. Danke. Auch hier diese Einnahmen, die 5,20 Euro von dem Video hier, werden natürlich auch noch gesponsert. Machen wir alles. Wir wollen hier nichts verdienen, keinen einzigen Cent. Schon gar nicht, wenn es hier um einen guten Zweck geht. Jo, gut, beim nächsten Mal vielleicht vor Ort, wenn sowas nochmal sein sollte, dann weiß ich ja vielleicht ein bisschen früher. Habe ganz kurzfristig das erfahren. Ist wirklich komisch. Von normalen Märschen erfährst du immer ein Jahr vorher. Ja. Aber hier um guten Zweck, kriegst du nicht mit. Keine Ahnung, woran das liegt. Auf jeden Fall eine schöne Aktion. Ja, schöne Aktion. Ein paar Euro kommen zusammen, wie gesagt. Ich schenke die Kontonummer hinten dran. Und jeder, der jetzt noch sagt, der will was spenden, kann es ja immer noch gerne tun.
der jetzt vielleicht noch sagt, komm, da geben wir noch ein paar Euro. 6 Runden, jeder ein Euro, das wären 6 Euro. So, wenn uns noch 5 Leute melden, ja, das Geld wert wieder. Ja, alles für einen guten Zweck, alles für die schwer herzkranken Kinder. Und da kann man auch vielleicht mal 2, 3, 5 Euro locker machen. Ich mache das ja auch. Ja, ich sponsore übrigens heute auch noch 2 Leute. Namen nenne ich jetzt hier keine, ist auch egal. Die da vor Ort mitlaufen. Jo, gut, alles klar. Wird gleich dunkel. Wir sind hier im Endspurt. Ich melde mich gleich nochmal. So machen wir das. Da willst du hier eine romantische Aufnahme machen, da kommt so ein scheiß Motorrad da im Wald. Ja, wollte eigentlich sagen, die Sonne geht unter. Sie hat sich heute leider nicht aufgezeigt. Aber jetzt leuchtet es noch kurz einmal auf. Die Sonne über Auener Kill. Im romantischen Killtal. Und guck mal, wie schön. Da gehen wir jetzt noch hin. Und dann, ja, dann war das. Tom kann nicht mehr. Nee. Hätte man noch mehr Zeit, würde man eine Runde machen. Aber ja, das ist alles gut so, wie das ist. Bis später. So, wir sind unten in Au auf dem Endspruch. Die 40 sind voll. Das sind ja eigentlich fast 7 Runden. So, wer gern für 7 Runden spenden will von den Sponsoren, kann natürlich gerne tun. Das darf jeder spenden, der will. Auch der jetzt schon meldet. Ne? So viel er will. So viel er will. Er kann auch, ich denke, da wären 12 Runden gelaufen. Da kann jeder machen, wie er will. Ne? Wir haben unser Bestes gegeben. Ist leider heute nicht mehr drin. Zeitmäßig und ja. Ansonsten ist alles gesagt. Der Link kommt eventuell drunter, beziehungsweise die Kontonummer, wo das Geld hingeht. Da können alle Sponsoren das direkt hin überweisen. Ja, ich bedanke mich jetzt schon mal recht herzlich. Der Tom auch. War schön, dass vielen heute, Dank. Auch schön, dass du heute mit warst. Weil allein wäre hier noch härter geworden. Oh ja, also so haben wir jetzt 6,5 Stunden gesprochen. Wir haben von der Strecke nicht so viel gesehen. Dann ist immer dasselbe, dann ging das. Ist ganz, egal, ja? War ein schöner Tag. Jo. Ich muss jetzt nochmal zu unserem VP-Dixi gleich schmeißen. Einmal drauf, dann hat es ja gar nicht gelohnt, da wir den Dixi davor bestellt haben. Da steht dann noch, Das war weggeschmissenes Geld, da haben wir besser gespendet. Nee, Dixi war natürlich nicht von uns. Baustelle, sieht man doch. Gut, wir sind gleich beim Auto. Da geht mal raus. Kommt noch ein Auto in der Baustelle. Ja, hier ist doch gesperrt. Was soll das? Jo, alles andere ist gesagt. Spendet so viel ihr wollt und könnt. Ah, oh, die kranken Kinder freuen sich ganz bestimmt. Ich freue mich auch. Der Tom freut sich. Dann sind wir alle glücklich. Ja. Gut, dann ja, das sind wir für heute raus. Mein Name ist Martin. Dein Name ist? Mein Name ist Tom. Und mit uns kommt ein Auto. Jetzt gucken wir, was wir schießen können. Schnell weg. Jo. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Das ist gerade hier vorbei, Wort. Wo willst du denn hin? Hier ist gesperrt, ne? Es wird der Nummerschild gefilmt. So, Anzeige ist raus. jetzt bin ich raus. Warst bei der Verabschiedung. Wir haben eigentlich schon alles gesagt. Ah, vielen Dank fürs Schauen meiner Videos. Und auch hier über Kommentare. Freue ich mich natürlich sehr. Jo. Tschö, macht es gut, schwingt von mir aus den Hut oder auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ein Blick aufs Pfarrhausenau. Wie gesagt, da kann man gut essen. Da hinten das Gebäude. Da gehen wir jetzt hin. Der ist zu heute. Tschö.